So, willkommen zurück bei Battlefield Hardline Beta vom PC. Heute mal mit dem Modus Hotwire. Und kurze Ergänzung beim letzten Mal noch, dass der Modus dies heißt. Also Überfall so. Mal sehen, ich habe diesen Modus so noch gar nicht gespielt, aber die Map schon. Das soll irgendwie jetzt aber schon irgendwie wie Eroberung sein, nur dass die Dinger da irgendwie mobil sind, so. Ja. Limousine. Muskelkar. Nehmen wir die Limousine. Cops are crawling all over the place. Avoid them and steal some goddamn cars. Das ist auch voll logisch, irgendwie, dass man da Fahrzeuge stehlen und halten muss. Ja. Ab. Was leckt mich? So. Ja, schon ein bisschen komisch, wenn die Eroberungspunkte da so sich bewegen. Und was bei dieser Map hier noch besonders ist, ich weiß nicht, ob es immer auftaucht, das dauert, glaube ich, bisher immer so. Dass dann so ein Sonnensturm hier auftaucht und dann kommt da so ein ekelhaft hässlicher Unschärfe-Effekt. So, vier sind hier 16 gegen 16 und ja, vier los. Ja, sehr schnell und Action geladen. Da habe ich jemanden gesehen. Ja. Okay. Gut. Okay, ein bisschen glitchy, aber es wird wahrscheinlich, denke ich, noch so bleiben auch. Die haben sich nie so drum getan, da das mal zu fixen. Oh, und ihr seht schon, dass hier ist sehr gut irgendwie, um XP zu farmen. Oh, so kann man auch Level aufsteigen. Ohne irgendwas dafür zu tun. Interessant. Hey, how are this thing? Ja, kann ich immer so chillen und zuschauen. Coole Musik. Das war's nun mit der Fahrt. Ah ja, und die Helis sind hier überpowered, weil es, soweit ich sehen kann, irgendwie keinen richtigen Raketenwerfer gibt, oder? Sind immer Lebensspritze, Animation, Oder fahre ich mal vielleicht mit der anderen Klasse hier. Panzerung. Nein, vielleicht mit. Nein, mit dem Forster vielleicht. Nö, irgendwie gibt's hier wirklich keinen Raketenwerfer oder so. Ja, man kann ja Geld verdienen und dann sich ja die ganzen Waffen kaufen oder so. Ich glaube, man muss die dann nicht frei leveln. Soweit ich das hier so verstehe. Ruf, keine Ahnung, wozu das sein soll. Ja, vielleicht hat das eher, das wäre nicht unlogisch. Kamera, Falle. Nö, gibt's anscheinend keinen Raketenwerfer, also. Helis werden schon mal die überpolste Sache im gesamten Spiel werden, anscheinend.
Was reicht bei Primär? Hier viel? Nee, Sekundär. Ne. Gibt keinen Raketenwerfer. Na, stimmen wir mal ein bisschen im Wagen. Was? Ja, toll, ich konnte mich nicht bewegen. Was ist, wie ist das der Ping? 318. Ja, stellen wir mal bei dem hier. Ja, okay, das Spiel wird im Arsch sein, wenn ich hier irgendwie keine Möglichkeit irgendwie finde, hier einen Heli abzuschießen, vernünftig irgendwie mit Raketenwerfer oder so. Hier kann man wirklich schon mal den Aslak raushängen lassen, wenn man so möchte. Boah. Zwei Level-Ups, ohne dafür überhaupt irgendwie was richtig gemacht zu haben. Okay, also. Das ist ziemlich, weiß nicht, wie soll ich sagen, undurchdacht. Mal schauen, wie weit ich das hier noch treiben kann hier. Ja. Ist schon ganz witzig hier. Glaube ich, dass das funktioniert. Ich bekomme praktisch EP hier für nichts tun, wenn man so möchte. Ich habe jetzt wirklich Hände weg von Controller und Tastatur. Okay, jetzt machen wir mal. Was? Feiner. Oh. Okay. Ja. Okay, ich bleib dabei, die Helis werden das Überpowerte bleiben, was das Spiel hat. Dann gehen wir mal zu den Kumpel hier. Ja. Oh, vielleicht hätte ich mal aussteigen sollen. Ich bin fast nur durch den Heli gestorben. Okay, das war Hotwife ohne irgendwelchen Spieler-Inputs. Also wenn man schnell das maximale Level erreichen will, einfach im Auto steigen und die Landschaft genießen. Tja, das war's dann.